Hallihallo, Musik für meine Augen, eines Hackers zumindest, ist mal wieder Ubuntu mit Unity. Ja, unter Unity gibt es Dash und da gibt es so ein Suchdingenskirchens. Zum Beispiel gibt es da die sogenannten Scopes, Suchergebnisse filtern. Gut, je nachdem, was man sucht, zum Beispiel Musik, Club in dem Fall, könnte ich zum Beispiel nach Musik suchen, die mit Club anfängt. Gut. Dieses Scope ist hier zum Beispiel für Clementine Shell Command Injection anfällig. Habe ich gefunden, ja. Also es gibt für verschiedenste Musikabspielprogramme, zum Beispiel Clementine, ein Scope. Nun, jetzt ist nicht das Programm Clementine selber irgendwie betroffen, das ist vollkommen in Ordnung, sondern das Scope hier im Dash, ne, die Suchergebnisse filtern, das sind Scopes, in dem Fall das Scope namens Clementine. Und es gibt noch andere Scopes, die betroffen sind, Bug habe ich schon gemeldet. Gut, das Einzige, was der Angreifer tun muss, ist uns eine MP3-Datei unterjubeln. Diese MP3-Datei mit einem bösartigen Namen zu versehen oder den Ordner des Albums mit einem entsprechenden Namen zu versehen. Und schon werden wir exploited. Ne? Wer sich hier so ein bisschen ranzoomt, hat direkt die Lösung. Ursächlich ist ein Python-Skript, das Unity Clementine Daemon Python-Skript. Hier wird zum Beispiel mit XDG Open %S eingesetzt. Und zwar in Anführungsstrichelchen. Ja, in diesen kleinen, ja, in diesen Quotes. Und da wird der Directory-Name eingesetzt. Hier in dem Fall kleine Quotes, Semikolon extern, Semikolon Raute, wieder kleines Quote. So. Und wenn der Directory-Name dort hineinkommt, gerät dieser komplette String auf eine Shell. Hatte ich schon mal gezeigt. Shell Command Injection. Das hier wird ausgeführt, wenn wir ja hier oben etwas suchen. Zum Beispiel Club Step habe ich gefunden und sage Show in Folder. Dann kommt das zum Zuge. Die andere Option ist dann Play. Ne, haben wir gesehen, OS System. Dann wird das Programm, hier in dem Fall Clementine, das vollkommen in Ordnung ist, aufgerufen. Und dieser Aufruf des Scopes ist böse falsch. Hier wird wieder mit %S der Albumtrack eingesetzt, was nichts anderes ist als der Dateiname. Hat auch der ein Shell-Kommando, wird das darin enthaltene Shell-Kommando ausgeführt. In dem Fall hier als Demo nutze ich immer Xterm, ich zeige ungern bösartige Kommandos. Also, wir haben gesucht nach Club. Das entsprechende Scope hat die Suchergebnisse Musik gefiltert, hat die Datenbank von Clementine mit dem bösartigen, falsch geschriebenen Python-Skript durchsucht. Ja, das ist standardmäßig drauf. Und jetzt, egal was ich hier drücke, Show in Folder oder Play, ja, Show in Folder, wenn der Name des Albums, so wie ich beschrieben habe, falsch ist und ich klicke hier drauf, dann startet Xterm. Ja, habt ihr das gesehen? Xterm hat sich geöffnet und Show in Folder auch. Ne? Gut, Xterm hat sich hier gestartet. Das hätte nicht sein dürfen. Das hätte jetzt jedes beliebige Kommando sein können. Das liegt halt daran, dass der Ordner so heißt, wie er halt hier heißt. Und das nicht so gut. So, wie gesagt, wenn der Albumname uns nicht langt, können wir auch hier nochmal suchen nach Club oder Ähnlichem. Müssen wir nochmal gucken. Klemmen. Ich mache mal kurz eine andere Suche, damit er sich wieder auffrischt. Club. Und wir suchen nach Musik. Und auch hier sind die Scopes Clementine aktiviert. Dadurch, dass der hier kurz abgeschmiert ist, muss ich das beenden. Dann kommt nämlich normalerweise auch die Meldung, dass Clementine ein Problem hatte. So, jetzt die andere Option, Play. Die stürzt ebenfalls ab. Xterm startet. Sieht man hier hinten, auch hier die, ja, die Dash geht nicht weg. Xterm ist gestartet worden, was zu beweisen war. Wie gesagt, hier kommt Fehler, aber der Fehler kommt zu spät. Denn extern wurde schon gespart,
gestartet. Wie gesagt, XDRM hätte jedes beliebige Kommando sein können. Einfach eine Musikdatei umbenannt, die Scopes von Unity. Die Musik betreffen, sind angreifbar. Wie gesagt, Bug habe ich gemeldet. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Nochmal Hinweis, Clementine selber ist vollkommen in Ordnung. Ja, Clementine selber ist vollkommen in Ordnung. Es sind die Scopes, die ein Python-Skript enthalten, das beim Abspielen oder Ordner öffnen dann entsprechend abschmiert. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.